So, hallo YouTube. Oder? Ja, YouTube ist auch dabei. So, ich habe echt keinen Plan mehr. Aber es ist okay. Habe ja alles weggeräumt, ne? Das kann ich hier gemütlich durch. Ich sollte mir den doch angucken und dann rollen. Das ist doch mir scheißegal. Muss ich da drauf sein oder was? Muss ich auf dem Spieleserver sein? Muss ich ansonsten offline, Online-Modus ausschalten oder was? Der Kacke. Warum? Ich starte das Spiel, glaube ich, nochmal neu. Warum sind die Server down oder was? Weiß jemand zufällig was? Victor, du bist doch der richtige Ansprechpartner. Du weißt doch, ob die Server down sind, ne? Plan. So, wenn das nicht flug, starte ich es nochmal neu. So, heute auch schon gespielt, Victor? Weißt du, ob die Server down sind oder was? Hatte ich nicht eben dieselbe Farbe wie der liebe Victor? Bei dem es nicht funktionierte? Na, bei deiner ist ein bisschen dunkler. Victor ist ein bisschen leuchtender. Mein Problem bei den Bossen sind nicht die richtigen Bosse, sondern irgendwie der. Ja, der Weg dorthin ist super nervig. Das ist definitiv so, ne? Jetzt scheint es zu gehen. Okay. Also gerade der Weg zu dem blauen Melter Demon, der war halt echt richtig scheiße, ne? Ich glaube, der Melter Demon selbst, ich will jetzt ja nicht wieder zu viel sagen, aber ich glaube, den kann ich recht schnell töten. Zumindest. Ich weiß nicht, wie das zum Schluss, das wird wahrscheinlich ein bisschen Ressourcenkampf werden. Aber ich denke, dass der müsste drin sein. Ich weiß auch nicht, ob es bei euch vielleicht wirklich identisch ist. Ich habe ja keine Ahnung, an was es liegt. Ich habe Chatty, bei mir sind die eh ein bisschen anders. Bei mir sind die Farben eh ein bisschen anders. Die Attacke, ne, geht mir noch auf den Keks. Ja, die geht mir auf den Keks.
Alter. Geht's aber los hier. Wurde gelöscht, Victor, weil du irgendwie einen Punkt zwischen reingemacht hast oder so. Der Angbot ist da sehr penibel. Ey, das ist doch kacke. Wechsel in den Offline-Modus. Das mache ich jetzt. Wie mache ich das? Mache ich das hier irgendwo? Kamera-Animation, Sprungsteuer, Sprachchat. Regionsübergreifendes Spiel verboten. Lautstärke, ne. Bildschirmoption? Ne. Weiß das jemand, wo ich das mache? Ja. So schnell geht's, ne? Hi Nerb, grüß dich. Wo wechsle ich denn in den Offline-Modus? Das nervt ja echt, wenn die Server down sind. Was soll ich machen? Habe ich wenigstens keine Invasionen, ne? Und schön, die Nachrichten sind halt auch nicht mehr da. Okay, muss ich mit leben. Nein, nicht okay. Ach, ich Depp. Hat er abbrechen. Keine Ahnung. Start in Offline-Modus. Starte im Offline-Modus. Mehrspieler-Nachrichten, Ränge und alle. Im Hauptmenü wählen. Ja, Offline-Modus. Achso, ich bin im Offline-Modus. Warum probiert das dann jedes Mal wieder? Jetzt geht er wieder, will er wieder in den Online-Modus gehen, ne? Okay, der macht das hier automatisch, wenn ich auf Abbrechen drücke, glaube ich, ne? Ich muss mir das halt mal, man sollte es dann halt auch mal einfach durchlesen. Wäre vielleicht sinnvoll. Hi Nina, grüß dich. Anmeldung war später nicht möglich. Unter folgender Adresse haben Sie weitere Informationen. Wählen Sie OK, um einen erneuten oder abbrechen, um das Spiel im Offline-Modus zu starten. Alles klar. Das ist doch super. Dann machen wir das. Ja, danke, Victor. Das habe ich probiert. Ich hab das noch nie gemacht, deswegen habe ich nicht gewusst, wie ich in den Offline-Modus komme. Aber jetzt passt's ja. Ich bin bei Steam, glaube ich, sogar im Offline-Mode. Weil mich ansonsten immer mal doch... Ich bin zwar kein großer Twitch-Streamer, aber mittlerweile doch so mit so, dass Leute dich dann ab und zu mal anschreiben und da habe ich keine Lust drauf. Kommt da hinten, ne? Komm, dann machen wir den halt platt. Auch noch. Ja, nein, war keine Absicht.
der macht das direkt im Anschluss. Okay. Muss ich weggehen. Ich hab's verstanden. Bisschen spät, ne? Das war dumm. Okay, aber das geht schon. Ja, ist langsam, aber man muss sich halt einfach dran gewöhnen an das Schwert. Am letzten Riesen? Das ist der erste Boss, oder? Aber ist sein erstes Dark Souls. Also hat auch Dark Souls 1 vorher nicht gespielt und Dark Souls 3, ne? Also kompletter Neuling. Ja gut, dann verstehe ich das. Aber ansonsten, wenn du es ein bisschen kennst, das System, ist der eigentlich nicht so schwer, ne? Es werden weniger mittlerweile. Es werden weniger Menschlichkeitsteile da. Wartet mal, ich könnte ja noch. Fällt mir gerade ein. Können wir eigentlich mal weglegen. Nervt nur, ablegen ist X. Okay. Das eigentlich noch neu ordnen. Das ist nervig, dass man das nicht hin und her schieben kann. Als es wirklich eng wird. Sauber Quarzring haben wir, ne? Das haben wir auch. Okay. Nein, falsch. Ah, scheiße. Falscher Lebensstein, naja. Oh, was macht der denn da? Das habe ich noch nie gesehen, dass der von der Seite von rechts angefangen hat zu schlagen. Das ist okay, das darfst du gerne machen.
Willi? Streamst du eigentlich am Wochenende Dark Souls? Wahrscheinlich, ja. Oh, das geht so weit. Scheiße, da habe ich nicht mal dran gedacht. Ja gut, wenn man das natürlich so oft schon gespielt hat, dann ist klar, da hat man genug Menschenbilder. Oh, Nina hat was geschrieben, habe ich gar nicht gelesen. Ja. DLC-Gebiet, zweites DLC. Drecks-DLC. Nenne ich es einfach mal. Bisher sehr, sehr schwere Gegner und sehr, sehr schwere Wege. Ich will den hier eigentlich ein bisschen triggern. Noch ein, zwei Mal, damit er auch hierher kommt. Oh, shit. Da ist es auch schon Akro, ne? Echt? Und nicht unkreativ. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, weil, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollten. Dann hätte man auch einfach nur zwei Bosse machen können. Da wäre jetzt auch keiner drüber aufgeregt. Ah, ich war. Das war nicht zu langsam. das war nicht zu schnell. Das sollte eigentlich da rangehen, ne? Und da kannst du viel Damage machen. Aber gut. Da bin ich nicht in meinem Visier. Das ist schlecht. Fuck. Hab gedacht, ich hab genug Zeit. Den normalen Smelter-Demon kann man skippen. Echt? Kann man den skippen? Weiß ich gar nicht mehr. Kann man nicht, nee, da muss man doch hinten dran hoch, die Leiter, oder? Kann man das auch anders lösen? Ja,
den kriegen wir schon, ne? Wer den Smelter skippt, hat kleine Augen. Den hier kann ich ja auch skippen. Den brauche ich ja jetzt nicht gebraucht für irgendeinen Boss oder so. Schon klar, ja. Ja, ich will ihn ja nicht skippen. Ich sag nur, man kann ihn skippen. Er muss ja nicht machen hier, oder? Oh, er trifft mich doch. Ich habe gedacht, das geht. Kann ausweichen. Ich habe gerade eine schlechte Runde. Wenn du einmal aus dem Flow raus bist, ne? Das ist ätzend. Komm schon, Junge. Okay. Ah, sind zwei von diesen Golems. Sehr schön. Kommst du da trotzdem durch, oder? Yo, bye, Victor. Bis zum nächsten Mal, ne? Spaß noch, den habe ich, danke. Na, ich bin gespannt, wie lange der noch braucht, bis er liegt. Aber der zieht gar nicht so viel ab. Also dem seine Dingenskirchen da, seine Aura zieht gar nicht so viel ab. Echt? Ja klar, vorbeigestochen. Oh, das war Glück. Nochmal? Okay. Ach, jetzt hat er sich hier Power gehabt. Ja, ich habe mal getroffen. Toll.
bisschen länger warten. Ah! Oh nee! Ich denk da nicht dran. Mann! Das ist ja blöd. So. Scheiße, an das Ding muss ich denken. Unbedingt, ne? Sonst bin ich halt tot, er muss schnell weg. Das macht er immer nur, wenn er sein Schwert so in den Boden steckt, ne? Glaube ich mal. Sah zumindest so aus. Scheiße, wenn ich so langsam bin, treffen die mich halt immer, ne? Na, ich hab extra lange gewartet. Ich hab extra lange gewartet, Mann. Okay. Loot und Ehre, aber Hauptsache Loot. Geil. So. Mann, 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 es wird nicht besser, ne? Irgendwie. Bin auch irgendwie ein bisschen zu aggro, finde ich. Aber ich muss ja aggro sein. Ich meine, der macht halt einen Haufen Damage, ne? Und wegrennen bringt bei dem seiner Range halt auch nicht großartig was. Ich probiere es jetzt nochmal. Oh, dauert das lange immer. Jetzt hat er ewig gebraucht. Was ein Arsch. Jetzt hat er ewig gewartet. Schon, Junge. Let's dance. Oh.
Hundesohn, ne? Oh, verzögert er die Sachen nochmal. Er hat ja nochmal zwei, diesen Links-Rechts-Schwung. Macht er mit dem blauen Schwert einmal links-rechts direkt und einmal links verzögern rechts. Gesundheit. Nochmal. Das ist fies. Das ist echt fies. Der Sohn eines Smelters, genau. Smelter-Sohn. Hört sich schwedisch an. Was? Oh, das ist doch danach dann, okay. Ich habe gedacht, ausweichen ist ausweichen, aber wenn das Schwert noch da ist und du stehst schneller auf, als das Schwert weg ist, macht es trotzdem noch Schaden. Und eben habe ich das erste Mal gesehen, wie viel Schaden das wirklich macht, wenn du zu nah dran stehst. Krass. Okay, aber so langsam verstehe ich, was gemeint ist. Arsch. Doppelarsch.
Dieser Schlag, ne? Und da macht er den auch verzögert. Jesus. Das ist das Fieseste an dem ganzen Boss. Diese zwei Kombis. Weil da kannst du dich nicht drauf einstellen. Du gehst davon aus, der schlägt, weil du musst sofort wieder rollen, wenn du aufstehst. Und wenn du das machst und er verzögert, trifft er dich auch. Heftig. Er hatte irgendwie das Gefühl, der ist leicht, aber glaube nicht. So, Junge, komm. Wenigstens hat man danach Zeit für einen großen Schlag. Das ist ja schon mal gut. Echt? Ich weiß jetzt nicht, ob er den dritten macht oder nicht. Nein, schon wieder vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Denkt er einfach nicht dran. Ich denke nicht dran, dass der das macht. In P1 merke ich das, aber in P2 nicht. Smelter. Smelter-Dämon. Ein echt Horror-Mobs für mich. War der normale Smelter, war ja schon schwer, ne? Für mich. Volle Kanüle. Ja, komm schon.
Nein, kein auf nichts auf flinkeres. Ich habe kein flinkes Schwert, was gut Schaden macht. Das passt schon. Ich das krieg das doch hin. Das ist ja kein Problem. Ach, das war schon die Phase. Okay. Da bringt mir auch ein flinkeres Schwert nichts. Fuck, 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 fuck. Schnell, schnell. Fuck. Nein. Nein. Falscher Knopf. Arsch! Fuck. Es ist ein Arsch! Aber es geht schon, ne? Es geht schon. Aber er ist schon schwierig. Also du hast wirklich nur ein paar Millisekündchen, um umzusteigen. Problem ist, ich habe auch keine Seele mehr, um mir irgendwas zu kaufen, ne? Müsste ich halt wirklich an die, im schlimmsten Fall gehe ich halt wirklich an die Bossseelen ran. Auch wenn ich dann verflucht werde von euch. Wahnsinniger. So. Oh shit.
Gott, niemals! Das ist so unfair. Nein, vorbeigestochen. Jetzt muss ich Risiko gehen. Gedacht, der hat mich wieder getroffen. Nein! Okay, es geht noch. Was mache ich denn? Ach, ich bin so blöd, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Aber eng, ne? Mit besser. Ich habe dreimal wollte ich angreifen und dreimal habe ich auf Flask trinken gedrückt. Warum auch immer. Nervosität? Unvermögen? Man weiß es nicht. Das geht halt in dem Moment einfach, ne? Dreimal unnötigen Flask reingeballert. Unfassbar. Bist du immer noch da? Du bist immer noch da. Wenn immer da ist, kommt sie ja noch ein bisschen entspannter durch. Das ist so fies. Hohoho.
Fuck. Ich habe gedacht, es reicht nach hinten wegrollen. Ich hatte nur noch so ein Fitzchen Ausdauer. Mann! Das war knapp. 3 Schläge noch. Echt ein Tanz mit dem Typen, ne? Krass. Bist du immer noch da? Du bist immer noch. Immer nur Goldharz nur noch, ne? Gefährlich. Ich hasse das. Ich warte zu lange, ne? Boah, willst du da ausweichen? Bitte? Ich stelle mich doch beim Ausweichen gar nicht so schlecht an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ab und zu mal so ein Brain-Lag drin, ne? Und dann bist du halt tot. Immer noch da. Er ist weg. Ist endlich weg. Ich kann endlich durchlatschen. So viel dazu.
What? Oh, das ist sehr gefährlich, was ich da gerade mache. Genau deshalb. Shit. Und den falschen Knopf gedrückt. Damn. Irgendwie fehlt die Konzentration gerade. Nein, halt der weiße Paladin. Nein, keine Hilfe. Ich nehme ja auch keine Hilfe von den ganzen NPCs. Ich habe bisher alles alleine gepackt. Klappt das auch, ne? Das ist nur Konzentrationssache und ein bisschen Glück, dass er seine verzögernden Schläge nicht macht. Das ist alles. Wie ist das nicht? Weil die sind echt fies. Ach, ich bin so dumm. Auftauchen. Ich habe Probleme, A und B zu unterscheiden. Also B zum Rollen, klar. Und ja, das. Und ich drück's halt einfach nicht. Ist eigentlich nicht so schwer. Ich weiß nicht, weil manchmal noch ein dritter Schlag kommt, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich, da könnte ich glaube ich auch zuschlagen einmal. Warum? Jetzt bin ich so spät gerollt. Ein Wendekreis. Guck, ich bin ganz, ich wirklich in dem Moment, als er zugeschlagen hat. Das ist unfair. Verzögert. Meintest du nicht am Anfang des Streams, dass der Boss eigentlich total... Nein, habe ich nicht gesagt, dass er leicht ist. Ich habe gesagt, ich werde den... weiß gar nicht mehr, wie ich gesagt. Leicht habe ich nicht gesagt. Aber seine Angriffsdinger sind eigentlich nicht schwer. Ja, es ist nur so, dass dieses Verzögerte mich einfach nervt. Aber seine Angriffspatterns sind eigentlich nicht schwer. Aber leicht habe ich nie gesagt. Muss ich mir nicht anmaßen. Ich habe sogar gesagt, dass mir die Bosse hier nicht liegen. Und dass der zweite DLC sehr, sehr schwer ist. Sowohl die Bosse als auch die Wege. Weil er macht halt einfach massiv Schaden. Plus den Area Damage, den er noch macht. Das ist schon ein heftiger Typ. Ah.
Man sollte warten, bis man nicht mehr verlangsamt ist. Der Spiegelschild und der Turmschild haben bei dem Boss gut zumindest ihn damit geblockt als Waffe. Ah! Meinst du, mit dem Schild? Ich weiß nicht. Ich wirklich blocken will, keine Ahnung. Ich würde eigentlich den gerne so legen. Auch nur meine Seelen haben. Eigentlich weiß ich ja, was er macht. Das meine ich. Weg. So weit weg. Oh Mann. Es lief so gut bis dahin. Danke für den Follow, Weißer Paladin. Ja, das geht schon, ne? Den kriegen wir schon irgendwie. Ja, eben war es eigentlich schon echt gut. Nur ich habe nicht gedacht, dass der mich mit seinem Sprungangriff, weil der ist eigentlich nicht schlimm, der Sprungangriff, ne? Dass er mich damit erwischt, hätte ich niemals gedacht. Sonst wäre ich da einfach nochmal weggerollt. Weiß ich mehr. Gib einfach / Ausrufezeichen Dampfen ein, dann siehst du es. Dampfen. Ah! Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Hey, Mole Man. Ah.
Nein, 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 ich habe keine Ausdauer. Da bin ich einfach noch zu langsam. Ich hab gedrückt! Ach Mensch, das ist ätzend. Ich habe auch gerade Popcorn drin. Das Original sogar. Aber das eine war fies, ich hatte echt gedrückt. Das war wirklich, also das muss eine Nanosekunde gewesen sein. Ja klar schaffe ich das, Moment. Tja. Ich habe bisher alle Bosse geschafft. Die meisten sogar gut, aber die letzten haben mir echt ein bisschen das Genick gebrochen jetzt hier. In den DLCs. Was? Was? Das ist auch noch nie passiert. Die letzten zwei, drei Bosse haben mir echt das... Ab dem Drachen, ne? Endboss DLC 1. Boah. Fiese Wurst. Ab dem Zeitpunkt waren alle krass. So, aber jetzt legen wir den. Auf geht's. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Wenn ich sowas sage, sterbe ich nochmal immer direkt. Och, du Scheiße, Mann. Das ist ein Chaos, Bruder. Ist das ein Chaos, Bruder?